Nöre de Vira, Lütfen. Party on, people! Party on, Wayne! Oh, merhaba! Prost! Meine Damen und Herren, ich möchte heute zu einem besonderen Anlass, weshalb wir uns hier versammeln, einige Worte an. Zum Beispiel der SPD oder den Grünen die neue Regierung an der Spitze dieses heiligen Landes bilden. Meine Damen und Herren, das ist unser Plan für die deutsche Zukunft. Deutsche Zukunft? NTP! Zukunft! Ananda Dim! Ich bitte um Ruhe! In diesem heiligen Land. Los geht's. Sind überall, verdammt nochmal, Feldwebel, wo bleiben Sie? Ich kann Sie nicht lange durchhalten. Ach, Scheiße, nein. Ich krieg euch, ihr Bastarde, wartet's nur ab und wenn ich auf dem Zaun gleich herkriechen soll. Ja. What do you mean? Haven't you heard the news, man? Listen, there's a crazy soldier out there, man. He wants to continue killing and stuff just like he did in Afghanistan, you know? Okay, dude. Hey, can you bring us some of this stuff? Yeah, man, I just have to get it on my commune, man. Peace and love, brother. Trinken wir auf die Freiheit des Rechtsextremismus in Deutschland, getarnt als CDU, meine Freunde. Tamam, Aschkim. Tamam, Aschkim. Was ist das denn für ein Bier? FDP? Ah, das hört sich ja schon eklig an. Hat er nicht mal 5% Alkoholgehalt? Nö. When I hear her, I want to do something with the violin. Really, power show. Excellent. Far out, man. Perhaps I had enough. Well, I was hungry anyway. Get out of me, you dirty hippie freak. Far out, I never meet speaking fries back, you know, man. Whoa, what's in this box? Watson seems really interested. There's some stuff I need for my last Las Vegas trip, man. Oh, fuck, what are these fucking animals? Whoa, holy Jesus. What are the fucking things? Well, in fact, I've got nothing against you. Just give me that. I've got better things to do. Thank you very much, Ossifer. Stupid redneck.
Gut, meine Damen und Herren, sehr geehrte CDU-Wähler und CDU-Nichtwähler. CDU-Nichtwähler sind ja leider in der Mehrheit inzwischen, aber darum geht es ja auch nicht, denn aufgrund der schlechten Erfahrungen, die ich mit dem FDP-Bier hinter mich gebracht habe, werde ich die neue Integrationspolitik von minderbemittelten FDP-Lern... Spencer says what? Hä? Spencer says what? Was? Exactly. Last night, I did a dream of Jim Morrison and a nude Indian. And they said to me, I have to start a concert. Yeah! Excellent idea, right? Yeah! Yeah. Party on Wayne! Party on Wayne! Vielleicht ist das so. Oh, wait. You don't think we would let me end like this, do you? Good call. Lass uns dem Gefallen in Afghanistan ein Ende machen. I say to you, you should free yourself from the slavery of the kings and the monks and the... You should free yourself from the extraction, the shackles and the extraction of the capitalist system. What the Scheiße, da ist er! Stop! Do you think you would end me like this? If I'm gonna get down, I want to go down in glory. Let's do the weird ending. Good call. Hey, it's only me. Watson smelled something. Is this pop? I think you got stoned. No, I mean, what does it mean? That we had have at least one to smoke. Good morning, Afghan! Whoa! Seems very interesting. Diese verrückten Fish and Chips. Dann gehen wir nach dem Geld die Welt. Meine Damen und Herren, sehr geehrte CDU-Wähler und CDU-Nichtwähler, ich verabschiede mich nun von euch, da ich eine vielbeschäftigte Frau, ein vielbeschäftigter Mann bin und ich habe schließlich noch ein Land zu regieren, meine Damen und Herren. Wir sehen uns bei der nächsten Gelegenheit, bei der nächsten Wahlfeier, wenn die Piraten wieder mehr als 9% erarbeitet haben und ich bei den Piraten als Bundeskanzlerkandidat aufgestellt bin. Wir sehen uns. Frau Bundeskanzlerin, es freut mich, Sie zu sehen. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken für den schönen Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Der ist schön, sehr schön dort. Hier wäre ich des Mordes beantragt worden, aber dort für den Frieden. Ich habe eine Medaille gekriegt. Ich danke Ihnen von Herzen. Dankeschön. So eine Medaille verteilen wir natürlich auch sehr gerne an Leute wie Sie. Wir müssen schließlich den Terrorismus im Ausland bekämpfen. Den Terrorismus bekämpfen, ja. Ganz gefährlich. Sagen Sie, wo ich Sie schon treffe, das ganze Gerede mit der Atomkraft ist schon komplett sicher, nicht, ja? Also Atomkraft ist so sicher wie mein Bierball bei der nächsten Bundestagswahl. Ja, das will ich doch hoffen. Wo wir schon gerade davon reden, sind Sie vielleicht durstig, Frau Bundeskanzlerin? Oh, ich hätte dann schönes Wasser. Ja, da sage ich nicht nein. Lassen Sie sich schmecken. Dankeschön. Oh.
Oh, guter Jahrgang. Habe ich extra von meinem Kollegen aus Fukushima. Das ist ja komplett sicher, Nia. Die Japaner haben das. Hat es ausgedrückt. Schade um die gute alte Politik, aber. Schmeckt eigentlich ganz gut. Aber wie heißt es so schön? Der deutsche Soldat ist nur gespritztes Obst, das macht ihn immun für den Ernstfall. So, Puerto, I have something of pain in my gulliver. So I have to sleep. I have to be fine. But I soon meet my troops and do something of the good old ultra violent. I wouldn't go right now, man. This is bad country. Valley, 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 valley. To what you are of the extreme pleasure of the surprising visit. Na, kleiner Alex, du Versorger. Notiert, notiert, notiert. Your busy old snooker. Ja, von deiner netten kleinen Behandlung. Habe ich auch gehört, kleiner Alex. Hätten sie bei mir auch machen wollen, aber ich habe ja nicht gegen das Gesetz verstoßen. Hier! Lief mir erlaubt. Helfen, danke. Ein Single geholt. Ach, was? Dann ging es dir doch auch nicht, kleiner Alex. Leute wie wir, das dumme Menschen denken, friedliche Anarchie wäre nicht möglich. Ja. I was cured. All white. Are you not alone? No. Take care of me, Lord. If you don't, you're gonna take me on your hands. Come. Don't come close to me, Lord. Du bist 67 Jahre alt. Meinst du nicht, es ist Zeit zum Abtreten? 70 Jahre. 70 Jahre ist länger, than I love to. Und love to. It won't hurt. Was schaut ihr mich so an? Es ist nicht mal halb so wahnsinnig wie da drüben. Ihr wisst nicht, was ich gesehen habe. Das ist der reinste Wahnsinn. Deutschland muss doch immer noch den Heiligen Krieg der Amerikaner kämpfen, aber schließlich sind sie auch die Guten, nicht ja? Alles, was von Amerika kommt, muss was Gutes sein, wie zum Beispiel das Recht, eine Waffe zu tragen. Und außerdem gut, dass Deutschland mal seinen Einsatz zeigt. Denn schließlich müssen wir dort für Frieden sorgen. Deutschland hat nun mal die Pflicht. Flower power, man. You can't kill somebody by getting stoned. That's only what government wants you to think, man. Don't worry, be hippie.